Hallo und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge auf der Hofbergbahn im LS19 mit dem Ostrand TV. Hallöchen. So, wir haben jetzt was vor. Wir kaufen uns einen Anhänger für den Transit. Soll ich den Standardfarbe sein lassen? Ja. Mit den Trillebaugreifen oder andere Reifen drauf? Nee. Egal. Lassen wir einfach. Obwohl, Trillebaug sieht schöner aus, oder? Ja, lassen wir einfach. Mit 4 Spanngurte oder ohne? Ja. Mit. Ja, Spanngurte schon, oder? Ja, come on. Wegen den 200 Euro. Geil. Jo, ey, es gibt einen Hintergrund, Leute. Wieso haben wir das gekauft? Boah, Digga, der hat 17.000 gekostet. Hätten wir den anderen können kaufen. Warte, komm. Kannst du den Big Bag mit hochnehmen? Zum Hof, ja. Weil beim Hof wollen wir ja was undisponieren. Wow, 12% sind hier noch drin. Was ist denn drauf? Alk. Kannst du als Beifahrer mitfahren? Ja. Oh. Dann hast du nichts Besseres zu tun. Eigentlich schon, aber wenn es schon der Chef sagt. Oh. Ja. Oh. Alles gut. Jetzt so kannst du den nehmen. Oben, oh. Oben. Hier oben. Reinfahren. So. Ah, verdammt. Hab mal wieder was vergessen. Oh. Ging's jetzt? Ja, natürlich. Gut. Willst du jetzt mitfahren? Ja. Also, kannst du mir gleich helfen mit dem, was haben wir vor? So, ja, Leute, ich hab die vier... Deine Seitentür ist offen. Was? Die Seitentür links ist offen. Oh, bis hier ist die offen. Also. Ach, das war die falsche. Links, nicht rechts. Der Digga, ist zu. Es ist sowas von krumm hier. Was? Ja, ich hab mühmäßig die Paletten reingebracht. Natürlich alles mit Spanngurte fest montiert und alles drum und dran. So. Und jetzt wollen wir was hier hinten drauf laden. Digga, mit dem Dreiachser wäre das 100% geklappt. Mit stimmt. Mit dem weiß ich nicht. Und der Dreiachser hätte auch Rampen gehabt. Hätte er auch? Ja. Oh. Was ich doch noch. Oh, es wird schon ausgetaugt, ja? Ja. Machst ja doch nichts. Du sitzt ja nur. Ja, stimmt. Juhu, jetzt können wir. Stimmt. Mhm. Muss rein. Ah. Buh. ich fahr mal hier unten hin, weil da kommt ja Sachen. Ja, da müssen wir ja Sachen machen. So. Soll ich den Apparat mal runterfahren? Jo. Jetzt guck ich mal, wie geht das hinten auf. Da kannst du schon testen. Ich glaube, hey, dann bräuchte ich eigentlich noch eine Schaufel. Ich ja zwei Schaufeln eigentlich. Scheiße. Ich glaube, das passt nicht. Wie das passt, klar. Nimm jetzt einfach mal die Palettengabel mit. Mit ach, hoch? Geht ja nicht. Geht ja nicht. Wieso? Ach, die ist eine scheiß. Oh, wieso geht das denn nicht? Ja, weil die eine scheiß Dings ist. Ich weiß nicht, wieso habe ich das nicht schon gedacht. Warte, ich kann das kurz tauschen. Warte. Geh vorne an den Spawnplatz. Da kannst du dir eine Schaufel hinstellen. Jo, wenn haben wir genug Geld, dann geht's. Ja, da hat's noch rausreißen. So, mal was verkaufen hier. Und für den Frontlader. Einfache Palettengabel, warte, kriege ich den nicht irgendwie billiger als 800? Es sieht nicht so aus, aber die könnte man verstellen. Ne, ich nehme lieber die. Die könnte man verstellen, ja. Leute. Wegen den 100 Euro
Und jetzt eine Schaufel, hast du gesagt. Ja. Ja. Nehmen wir die, die könnte man festmachen. Stoll. Nehmen wir Stoll. Hey. So. Kann ich die hier? Ja, ganz schön knapp werden. So, kannst die abholen. Hier vorne. Hm? Hier sind die doch, oder? Nicht? Ja. Das ist eine geile Palettengabel, die kannst du verschieben. Ah. Glaube ich mal, oder? Sollte gehen. Warte. Bin ich von hier. Warte. Halt. Ich bin schon an. Ja. Irgendwas. Ah. Geht. Ja, siehst du? Hab ich wieder was Gutes gekauft. Ja. Ist ja nicht so oft bei dir. Ups. Da. Ein Pickpick stellen wir einfach hier irgendwo hin. Ja. Die Schaufel habe ich gekauft. Wo kann man die Spanngurte drüber machen? Also mach zuerst die Schaufel drauf. Und dann nimmst du die Palettengabel mit einfach. Aber. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht halt. Natürlich. Oh, jetzt sehe ich dich schon zweimal auf der Map. Ja. Doppelte Arbeitskraft, das war auch schon doppelt so teuer. Wie? Alles gut. Komm. Komm. Mhm. Hä? Wieso kannst du nicht anhängen? Ich sollte gehen. Nö. Lass mich mal. Geht doch. Hä? Oh, es leckt gerade bei mir dezent. Warte, jetzt ist gut. Ja, jetzt leckt. Jetzt ist gut. So, jetzt probieren wir das mal. Das geht sowieso schief. Oh. Mit dem Dreiachser wäre das top gegangen. Ja, willst du nicht so, dass man hier das Gal drauf machen? Oh. Wie das passt. So. Kannst die mal mit einer Spanngurte? Weißt du schon. Okay. Wie das nicht passt, Digga. Na. Jetzt wackelt halt Luft. Das geht sich aus. Hab ich gemessen. Ja. Das war der falsche Gang. Oh. Wenn du stecken bleibst, dann kann ich dir helfen. Oh, ich bin. So. Wie das passt. Ja, bleibst. Oh, jetzt kann ich ihn zumachen. Wie das nicht passt. Ja. Genau, passt. Warte, Ladung ist nicht schon geschickt, wo man ganz oben zur Abfahrt. Digga. Komm, pass auf. Guck dir mal den Transit an. Die Rad in den Radkästen drin. Abfahrt. Du siehst nix. Ich sehe dich schon wieder zweimal auf der Map, aber ja. Oh ja, du musst kurz aussteigen und einsteigen. Ich bleib an dem zweiten Dings da stecken. Was? Ja, jetzt mach das. Jetzt ist gut. Ich glaube, wir haben leichtes Übergewicht. Nur leichtes. Ja, nicht so Übergewicht. Digga. Muss langsam fahren, der Gramm hast dich gesichert, gell?
Alles Das genau, erinnert Digga. mich an Svelli so oft. Tut mir leid. Das war eine Zeit, weißt du? Achso. Schulle, Vollgas aus. Soll ich mal auf 20 erhöhen? Ja, mach. Tempomat? Mach ich. Alles geradeaus hier, oder? Ja, Soll ich mal auf geradeaus. 25 erhöhen? Mach auf Ja. 80. Ja, geht. Ja, bist du gut gekommen. Gleich 30. Weißt du? Ja, das geht. 40 kannst du auch noch machen. Los, 40. Ja, Digga, 100%. Warte, nach der Kurve probieren wir mal Endgeschwindigkeit, Leute. Oh nö, umgucken. Ja, sonst hätte ja auch das nicht gebracht hier. Oh. Der Kramer kann ja 40. So, los geht er. 5, 6, 48, 50, 53, 57. Ja, der geht noch ab hier. 60. Naja, kein viel Kohle, kein Spielfeld, 66. 73. Oh. Das hält. Naja. Ja. Das hält, sage ich dir. Aber im 17er hätte sich gehalten, wenn wir das gemacht hätten. Oh. Boah, Digga. Ein Fahrer wie ein Keiner, ehrlich. Jetzt liegt er auf der. Ja, super. Habt ihr den Kramer gleich abgeladen? Oh, da ist ein Pfosten. Noch ein Pfosten, Mensch. Muss ich dich helfen? Oder geht's? Geht schon. Du drehst deine Kreise, sagst du. Natürlich. So, jetzt mache ich dir die Tür auf. Kannst du probieren, das rauszunehmen, oder? Gut. L drücken. Ah. Geht das nicht für den. Für den ich. Das war der falsche. Ach so, ich drück die ganze Zeit der Watt. Gut. Soll ich? Ja, kannst machen. Oh. Ach, hier bist du noch Setzfinger hin. Achso. Ja. Ich muss gerade rennen fahren. Warte mal, CSZ hat doch eine eigene Ansicht. Gut. Ja, die leckt irgendwie mehr rum wie sonst was. Im 17er war das schlimm. Schwarzbild. Hast ein bisschen Gas gegeben mit der CSZ-Anzeige. Mhm. Ich glaube, ich will noch ein bisschen Mist. Mist holst du. Ja. Ich glaube, das ist nicht so gedacht, wie ich das denke. Ja, das will nicht so, wie ich will. Ich weiß nur nicht, wie habe ich das reingeschoben. Oh ja, jetzt sieht's gut aus. Oder auch wieder nicht. Alles klar. Oh, den Transit wollte ich nicht anheben. Nein, kein Reifenwechsel. Nee, gibt's heute nicht. Die Reifen haben nur 3000 Kilometer runter. Alles gut. Boah, beste Schablerfahrer der Welt, weißt du? Ich mach das ja auch in echt, weißt du? Wo kann ich mit dem Scheiß rein? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Du bist auf Wettbewerb, finde ich. Mal Türchen öffnen, Leute. Probieren ins Türchen zu fahren. Es wird angenommen. Verdammter Scheißdreck. Kannst mal den Transit abhängen von dem Anhänger. Wärst du mir so liebe? Ja, warte. Verbringe ich jetzt noch das Palett einfach so raus? Aber nee, kriege ich ja nicht. Aber abhängen oder was? Ja, abhängen und ein Stück Hab vorfahren. Ich. Okay, das wird nicht so. Wohin denn? Schüttelung vorwand. Gut, jetzt X drücken.
Ja, das passt. Sogar. Jetzt kannst du alle gleichzeitig nehmen. Du musst einfach hier unten hin. Ja, alles klar. Ja. Jetzt packe ich schon wieder den der Transit an. Ja, alles gut. Das passt bei mir so. Ich habe wieder was angestellt. Alles gut, Leute. Bleib mal stehen, wenn ich die Tage stehen bleiben. Tatsache, ich habe die zwei rausgekriegt auf einmal. Türchen öffnen. Was machst du gerade Produktives? Was? Was machst du gerade Produktives? Mist laden. Mist, Mist, Mist. Der coole Mist, weißt du? Ach ja. Stopp. Entschuldigung. Wir haben ja Wochenende. Wir haben Samstag. Heute. Was? Schon wieder? Samstagmittag. 12 Uhr. Ja, Leute, habt ihr eine anstrengende Woche gehabt oder es geht? Wie hast du eigentlich die Woche gehabt? Gut, wo hab Schule, zur Fortbildung gehabt. Oh, produktiv. Natürlich. Immer noch. Arbeitet, Leute. Er muss aber aktiv sein auf diesem Teamstick-Server. Aber ich hänge irgendwie fest. Keine Ahnung warum. Es passt doch alles. Was ist das für ein Problem, Digga? Wow. Ossi. Du müsstest mir gleich, glaube ich, helfen. Ach nee, ist gut. Ich bin reingekommen. Das hört sich jetzt komisch an. No joke, Tatsache, ich bin nicht reingekommen vorher. Aber nicht Ah, das okay. rein. Wo denkst du jetzt schon wieder? Ich? Wieso ich? Weil du immer das Zweideutige denkst. Natürlich. Ich hänge fest. Ja, nicht vom Spiel. Ach, hab ich das laut gesagt? Verdammt! Also, unser Kontostand ist auch nicht so rosig. ja, durch, ja. Ja, durch ja. Durch den Hängerkauf. Da ist eine Wand. Warum habe ich denn die ganze Zeit die Karte offen? Obwohl, dass ich sie sowieso nicht brauche. Ja. Sinnlos. Aber Jetzt ist ja gut unten. schon wieder. Gut, aber ich habe es geschafft. Oha. Jetzt können wir mal. Digga, du hast nicht die beiden Fälle angesehen, oder? Ich denke nicht, nein. Sowieso Nee, nicht. ein Feld. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht eine. Aua. Wollen wir jetzt immer noch Maissilage machen? Ja, oder? Ja, ich denke schon, ne? Mal kurz gucken. Was das kostet uns, eine Maissaatmaschine zu mieten. Die reicht ja eigentlich, oder? Die erste. Haben wir einen Mod drin? Nee, die sind zu teuer, die Mods. Hä? Die ist ja voll cool. Mit dem Tank.
Also, was kostet sie? 1,3 und 1,7. Und was kostet die? Oh. 1,4. Okay, nee. Dann würden wir wirklich die hinnehmen. Also 1,7 kostet uns eine Dings. Eine Dings, Dings. Ja, ja, eine Dings. Also, 1,7 und was kostet? 1,3. Ja, nee, die Lemken mit dem Tank vorne. Da sind wir auch schneller. Oder? Brauchst du so eine Arbeitsbreite? Tank braucht man ja nicht gar nicht. Nee, für das kleine Feld. Ja. Also 1,4 und plus 400 für den Gruber. Was ist ein Gruber? Ja, weil du musst ja grubern. Mach mal Stroh mit dem Ding oder was? Was? Haben wir einen Gruber nicht? Haben wir keinen Gruber? Nee, wir haben ja eine Direktsaat. Also. Ja. Jo, aber ich würde mal sagen, Leute, wenn euch doch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar und lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, geht mal unten in der Videobeschreibung. Verlinkt Ostrand TV, da der bringt täglich neue Videos raus. Geht aber auch mal ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss. Ciao.